Hallo und herzlich willkommen beim Faszien-Channel. Ich hatte euch vor so 2-3 Wochen ein Video mal gezeigt zum Thema Armwunder. Und da hatte ich erzählt, dass Jan Becker, der Erfinder, mir das zugeschickt hat. Und jetzt haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und ihn persönlich mal eingeladen. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Freue mich, hier zu sein. Jan, pass auf. Das musst du uns mal erzählen. Das ist ja eine echt witzige Geschichte. Du warst selber Patient und hattest einen Tennisarm. Erzähl einfach mal selber. Ja, also wie viele Leute das sicherlich auch schon haben, durch irgendwelche Tätigkeiten, die nicht so üblich sind, habe ich mir Probleme am Arm zugezogen. Also ich habe einen schönen Tennisarm bekommen, konnte ein Jahr, weil ich mein Hobby ist Golf spielen, konnte ich ein Jahr halt auch den Schläger nicht halten, habe da echt Schwierigkeiten mit gehabt, habe viele Sachen selber probiert oder eben auch mit Therapeuten, bei Ärzten gewesen, und das hat halt nicht alles so hingehauen, wie es vielleicht hinhauen sollte. Was mir sehr geholfen hat, das ist das Arbeiten mit Faszienrollen oder Faszienbällen. Aber die Art und Weise, wie ich damit arbeiten sollte, ich meine, Sie sehen, ich bin nicht der Typ Balletttänzer von der Bewegung her, das war schon ein bisschen problematisch. Das heißt, ganz kurz mal zeigen, was genau, wo ich das Problem hatte. Wenn ich mir zum Beispiel die Muskulatur damit bearbeiten sollte, dann sollte ich halt, ich sag mal, meinen Arm auf den Ball drücken, und das ist dann immer nicht so ganz einfach, eine vernünftige Fläche zu finden, ohne dass der Ball dann vielleicht auch wegrutscht. Genauso ist es ja auch mit der Rolle selber. Na, das heißt, um das, da muss man sich dann so ein bisschen verdrehen und damit zu arbeiten. Man muss selber viel Kraft aufbringen, ne? Also auch um den Druck zu erzeugen. Und Sie sehen, ich habe ein bisschen Fett, ein bisschen Muskeln dabei. Das heißt, ich muss auch ein bisschen tief in das Gewebe rein. Und das ist halt nicht so einfach gewesen. Und da habe ich halt eine Möglichkeit gesucht, um das ein bisschen besser und einfacher auch da oder ja selber machen zu können. Was waren deine Gedanken? Du hast gesagt, also die Ausführung, das funktioniert, aber ist irgendwie suboptimal. Was hast du da ausprobiert? Du hast mir vorher im Vorgespräch erzählt, du hast die verrücktesten Sachen vorher probiert. Erzähl mal. Ja, na, wie kann ich das machen? Im Grunde genommen habe ich so ein bisschen das Bild von so einer Nudelpresse im Kopf gehabt. Ja. Dass man da eben wirklich den Arm so richtig schön durchnudeln kann. Aber wie ich das umsetzen kann, wusste ich halt noch nicht. Es fing dann an, dass ich da so einen Klopapierrollenhalter abgebaut habe und den mal an eine Holzplatte rangesetzt habe. Habe mir da auf dem Küchentisch so einen Galgen gebaut und aus dem PE-Rohr, damit ich den Arm da schön runter. Und da habe ich gemerkt, Mensch, wie gesagt, die Rolle, die war da an diesem Klopapierhalter und drückte dann von oben schon mal wenigstens darauf und ich konnte da runterrollen. Das war schon mal eine einfache Sache und das hat mir so ein bisschen geholfen. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, Mensch, das kann man noch ein bisschen weiterentwickeln, und da ist dann nachher das Armwunder draus entstanden. Nun erzähl uns mal, also das ist ja wirklich, du hast es am Ende wirklich zur Perfektion gebracht, und zeig uns das gute Stück noch mal und zeig mal, was du dort da gebaut hast. Ja, das ist das Armwunder. Genau. Das Armwunder ist halt ein Massagegerät. Ne? Es ist wirklich ein hocheffizientes oder effektives Massagegerät, mit dem ich zum einen die Elemente selber leicht austauschen kann. Ich kann also, ich sag mal, Holzkugeln ein- und auswechseln, entweder so eine Zweier- oder eine einzelne Kugel auch, und eben auch diese Faszienrollen. Und habe dabei eben auch die Möglichkeit, den Massagedruck, den ich halt haben möchte, selber einzustellen über diese Rändelmutter. Einmal ganz kurz gezeigt, wie schnell und effektiv oder wie einfach auch dieser Wechsel von diesen Faszienrollen zum Beispiel ist. Hier ist der Rändelmutter, die kann ich leicht lösen. Dann brauche ich diesen Holzklotz nur rausnehmen und kann die entsprechenden anderen Elemente dann auch wieder einbauen. Ne? Also so ist das, ich sag mal, vom Wechselmechanismus her schnell und einfach. Und angefangen eigentlich, dass ich die Rändelmutter so weit es geht nach oben drehe, um den Massagedruck so gering wie möglich zu machen, damit ich mir vielleicht nicht gleich schon wehtue oder sowas, wenn ich da durchgehe. Und wenn ich dann merke, Mensch, da ist noch nicht so viel Druck, dann kann ich eben anfangen, den Massagedruck zu erhöhen. Das rantasten. Genau, sich wirklich rantasten. Jeder hat ja auch ein anderes Empfinden, möchte nur, dass es so ein bisschen oben rüber geht. Bei mir muss es halt schon ein bisschen in das Gewebe auch wirklich reingehen, damit er da überhaupt an die Muskulatur rankommt. Das heißt, ich brauche da schon ein bisschen Druck. Und das Coole daran ist halt, ich muss selber keinen Massagedruck auf. Ich kann das wirklich entspannt vorm Fernseher auf dem Sofa einsetzen und muss mich da nicht großartig verbiegen, sondern habe das hier auf meinem Schoß. Wenn ich jetzt den linken Arm nehme, nehme ich es aufs linke Bein, halte hier mit der rechten Hand dann oben fest, machen wir es mal so rum, und kann dann eben dabei gehen. Was ich
natürlich wirst du als Fachmann das wahrscheinlich auch sagen, dass das Tempo da eine große Rolle spielt, wie schnell oder wie langsam ich das mache. Ich glaube, man kann es fast gar nicht langsam genug machen. Genau. Na, was wir jetzt hier so ein bisschen machen, ist ein bisschen zu schnell, aber sonst wird es das Video, denke ich mal, ein bisschen sprengen. Na, aber wirklich, ich glaube, es ist wirklich so, dass man sich da millimeterweise immer mal wieder vorschieben sollte. Genau. Bis man vielleicht auch mal an Punkte kommt, wo man merkt, so, hey, da ist eine Verhärtung oder da merkt man schon ein bisschen was, dass man auch immer drauf bleiben kann. Genau. Ja. Super. Was ich ganz spannend finde, du kannst ja tatsächlich ich habe ja in dem Video, das Unboxing-Video, was ich gedreht habe, erstmal zwei Faszienrollen genommen. Man kann aber auch deutlich mehr noch hier, du hast jetzt zwei Kugeln oben, unten sozusagen als Gegenhalt, aber auch da findet ja was statt. Also es wird ja an zwei Ebenen gleichzeitig schon gearbeitet, oben und unten. Wo ich am meisten oder sehr gerne auch mitgearbeitet habe, als ich da eigentlich nicht mehr viele Probleme mit hatte, sondern dass ich da, so eine Triggerpunktmassage oder sowas mitgemacht habe, dass ich dann zum Beispiel unten diese Faszienrolle habe und oben die einzelne Kugel. Da kann ich richtig schön punktuell mit beigehen. Natürlich auch erstmal ein bisschen weiter hoch, damit ich da nicht gleich aufschrei, wie auch immer. Ja. Und da kann ich mir natürlich richtig cool die einzelnen Punkte suchen, wo Verhärtung, Verspannung oder sowas sind. Ja. Und ich kann so mal, ich kann das Arm unter selber ja auch mal um 90 Grad drehen, sodass ich da auch an andere Muskelbereiche rankomme. Ja, man kann ja vor allen Dingen, wenn man hier Ellen speichert, schön diese tiefe Furche, in der ich Ihnen erzähle, auf beiden Seiten richtig schön punktuell mal durchmassieren. Das, was ich sonst mit dem Daumen immer mache, ist natürlich längst nicht so effizient ist, wie hier wirklich das Ganze längs führen zu können. Ne? Das ist ja schon echt gut. Und ich denke mal so, also hat jeder seine eigenen Vorlieben, ne? Die einen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ich vier Holzkugeln zum Beispiel nehme. Das ist so mehr der Wellness-Massage-Charakter. Mhm. Diese Kombination, das ist schon, die haben ja alle Namen bekommen, diese Kombination. Das ist der kleine Folterer, so habe ich den genannt. Weil man da wirklich. Der ist am knackigsten. Ja, der ist wirklich schön knackig. Ja. Schön. Das soweit eigentlich zum Armwunder. Es gibt das mittlerweile auch nicht mehr diese Holzvariante. Ist natürlich von der Haptik her eine super schöne Geschichte. Ist auch, wenn man mal in kurzer Hose oder sowas auf dem Sofa sitzt, angenehm, das aufs Bein zu nehmen. Es gibt das alternativ aber auch in Aluminium, ne, damit man da mal rüberwischen kann oder so. Ja. Genau, also im Praxisbereich ist natürlich die Desinfizierbarkeit wichtig, wenn man das für den Praxisbereich denkt. Für den privaten Bereich ist natürlich Holz schon eine schöne Sache. Ja, ne? Ja. Definitiv. Schön, ja, tolles Produkt. Ja, vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes mal das Produkt verlinken und das da, wo ihr es kaufen könnt. Und dann danke ich dir erstmal, dass du bei uns warst heute. Sehr gerne. Und dein Armwunder vorgestellt hast. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ciao.